Anfang 2023 erhielt ISOPLUS den Auftrag für ein bedeutendes Geothermieprojekt in der Region Kirchweihdach. Als Hauptlieferant der Rohrleitungssysteme spielte ISOPLUS hier eine zentrale Rolle. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich gab es einige Herausforderungen, die gemeistert wurden. Initiiert wurde das Projekt von der Firma Naturwärme Kirchweihdach-Halsbach. Das Hauptaugenmerk lag im ersten Schritt in der Nahwärmeversorgung der Firma Gemüsebau Steiner. Die Herausforderung bei diesem Projekt für uns war, dass relativ viele Sonderbauteile benötigt wurden. Sehr viele Bögen. Diese Bögen wurden alle bei uns im Werk mit der entsprechend benötigten Gradzahl einzeln gefertigt und an die Baustelle geliefert. Grundsätzlich sind die Arbeitsschritte bei so einer Leitung ganz grob dargestellt, dass das Rohr in den Graben gehoben wird. Die Rohre werden dann zueinander ausgerichtet, werden miteinander verschweißt und die Lücke, wo die Rohre miteinander verschweißt wurden, wird dann von uns nachgedämmt, sodass über das ganze Rohr oder über die ganze Länge hinweg eine durchgängige Dämmung der Leitung gegeben ist. Engpässe gab es bei diesem Projekt für uns keine, da wir seit über einem Jahr unter der Woche rund um die Uhr produzieren und somit innerhalb von 14 Tagen lieferfähig sind. Im 2-Wochen-Rhythmus kamen die Lieferungen aus den ISOPLUS-Produktionsstandorten in Deutschland und Österreich zur Baustelle. Die Rohre wurden doppelt verlegt und somit ergab sich eine Gesamtlänge von ca. 13 Kilometer. Wir haben gesamt 8 Monate Bauzeit gehabt bei dem Projekt. Und es war relativ kurzfristig dann zum Anfangen. Und natürlich aufgrund der Witterung war das sehr herausfordernd. Wir haben immer wieder Etappen unterbrechen müssen, die später nachholen müssen. Aus dem Grund, weil wir Stellen gehabt haben, wo es sehr feucht war. Aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Auf der ganzen Trasse, die 6,5 Kilometer, haben wir sehr wenig Lagerfläche zur Verfügung gehabt. Darum haben wir immer Just-in-Time-Lieferungen benötigt. Das heißt, wir waren immer 2 Wochen circa mit Material voraus. Und im Bereich Gewächshaus haben wir ein sehr enges Zeitfenster gehabt, wo das Ganze gebaut worden ist, im Bereich des Kulturwechsels. Und es waren natürlich sehr beengte Platzverhältnisse und war eine knappe Sache, aber es ist sich hinausgegangen. Die Firma ISOPLUS ist für uns ein sehr verlässlicher Partner, mit dem wir schon mehrere Bauprojekte abgewickelt haben und wir immer zur vollsten Zufriedenheit mit ihnen zusammengearbeitet haben. Es hat von der Lieferung bis zur Nachdämmung und so weiter alles sehr gut funktioniert und wir werden wieder was machen, hoffentlich miteinander. Es war stets wichtig, die Versorgungskette nie abreißen zu lassen und immer genügend Material und Personal bereitzustellen. Absprachen waren dabei nicht nur mit der Projektleitung, sondern auch mit den Hauptinitiatoren notwendig, wie im Beispiel der Gewächshausanlagen der Firma Gemüsebau Steiner. Dank der Geothermie können wir hier unsere Gewächshäuser völlig CO2-frei beheizen. Wir brauchen im Jahr über 100.000 Megawattstunden an Wärme für die Beheizung der Gewächshäuser. Und das ist energieäquivalent wie 10 Millionen Kubikmeter Erdgas oder 10 Millionen Liter Heizöl. Ja, wie jeder redet von Energiewende und Klimaschutz. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, einen Beitrag dazu zu leisten, den wir dank der Geothermie hier haben, dann muss man das einfach machen. Und ja, nichts Schönes kann eigentlich nicht passieren. Die Firma ISOPLUS ist stolz, bei der Realisierung eines so umfangreichen Projektes mitgewirkt zu haben.